Herzlich willkommen zu einer neuen Golf in Leicht Podcast-Folge, einer der ersten im neuen Jahr. Wir sind Mitte Januar, glaube ich, wenn diese Folge rauskommt. Herzlich willkommen allen Zuschauern und Zuschauerinnen auf YouTube und natürlich allen klassischen Podcast-Zuhörern und Zuhörerinnen, die jetzt einen Nachteil haben, weil sie noch nicht wissen, wer, außer über den Titel natürlich, wer hier mein Gast ist. Denn wer das Video sieht, der sieht den Martin Rütter, der gerade in Hamm in seinem Hotelzimmer sitzt. Darum, wenn das eine Lied schwenkt, manchmal sieht man dann sein Zimmer, das müssen wir einfach sozusagen, ja, jetzt schwenkt er schon rüber. Ich freue mich sehr drauf. Jetzt fragt ihr euch, was macht der Martin in dem Golf-Podcast von Fabian? Martin ist ein, ich habe ihn im September diesen Jahres beim Charity-Turnier kennengelernt, ist ein, ich würde sagen, mehr als positiv golfverrückter Mensch geworden in den letzten Jahren, wie er mir erzählt hat. Selber ein sehr, sehr guter Golfer. Und wir wollen heute einfach mal drüber sprechen, was ist die Faszination Golfsport für Martin und natürlich, wo sind eventuell, es gibt keine Hundetrainingstipps heute, aber wo sind auch für mich nicht, für meine zwei Hunde, für meinen Dackel und meinen Retriever, aber wo sind vielleicht Parallelen zwischen dem Hundetraining und dem Golftraining, lieber Martin? Herzlich willkommen, vielen Dank für deine Zeit, die du nimmst. Du siehst, ich darf es vielleicht so sagen, ein bisschen müde aus, gestern von deinem Ja. Training, wie du gesagt hast. Heute Abend kommt die Show um 9 Uhr noch der Bünker mit seinem Podcast. Darum vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir die Zeit finden in deinem ja doch sehr dicht gedrängten Kalender. Du bist gerade auf Show, da reden wir vielleicht nachher auch noch mal ein bisschen drüber, weil ich bin mir sicher, der ein oder andere Golfer oder die andere Golferin, die hier zuhört, hat auch einen Hund zu Hause. Ja? Und ja, vielleicht erstmal ganz kurz zu dir, für die paar Leute, die dich jetzt sonntags noch nicht auf Vox gesehen haben oder noch nicht in einer Show waren. Und vielleicht mal zwei, drei Sätze zu dir. Wer bist du Ja, überhaupt? erstmal guten Morgen. Und es fängt ja hier schon mit schlimmer Lügerei an. Also zum einen sehe ich natürlich blendend und bestens erholt Natürlich, aus. natürlich. Obwohl Aber du aussiehst, siehst du blendend aus. Ja. zum anderen fängst du natürlich an mit, das ist ein sehr guter Golfer. Und da reden wir sicher gleich noch drüber, wenn man also an einem Platz innerhalb von 2 Tagen in der Lage ist, eine 78 und eine 106 zu schießen, dann kann man hier nicht von konstant gutem Golf Nee, sprechen. konstant nicht, aber du hast ja konstant hingekriegt. Das ist ja schon mal ein Punkt. Ja. Und die 78 ist jetzt ja, das ist so. Ja, also tatsächlich, also Martin Luther, Hundetrainer, mache Hundetraining seit 30 Jahren, habe eigentlich mal, auch wenn man es nicht mehr sieht, an der Sporthochschule in Köln Sport studiert. So hat das eigentlich hatte ich einen anderen Weg vor mir, habe also Sportpublizistik studiert. Hab mal ganz gut gekickt, aber es war eigentlich mit 14, 15 schon klar, niemals wird das für eine Karriere reichen. Also in der Nachbetrachtung wirklich nicht ansatzweise mit dem Talent ausgestattet, was man sich so mit 13 eingeredet hat. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, dass ich wirklich so mit das Faulste war, was jemals den Fußballplatz betreten hat. Also ich kam so aus der Zeit, wo ein Mittelstürmer noch vorne mit Händen in den Hüften rumstand und der Ball kam. Ich war relativ schnell und hab nicht schnell gewackelt, wenn es ums Tore-Schießen ging. Ich war also nicht so jemand, der irgendwie schnell die Nerven verlor, aber es war klar, das wird nichts. Und da ich das Spiel und den Sport aber sehr geliebt habe, war dann so die Idee, ach, dann bist du Sportjournalist. Das finde ich eigentlich auch ganz geil und habe dann Sportpublizistik studiert. Dann kam das aber mit den Hunden dazwischen. Ich habe mich sehr für das Thema interessiert, habe dann, ja, so wie andere ihr Studium finanzieren mit Kellnern, habe ich ja vor über 30 Jahren dann Hunde ausgeführt. Und der Charme war, dass die Deutsche Sporthochschule in Köln ist ja in so einer Besserverdienergegend. Das heißt, da waren viele ältere Leute, die den Service gut fanden, dass so ein Student kommt und mit dem Hund spazieren geht. Was ich aber gemacht habe, ist, ich habe parallel mit den Hunden heimlich trainiert und habe so rumprobiert. Ich hatte zu der Zeit schon knapp 200 Hundebücher gelesen, was damals in Deutschland nicht so einfach war, weil es gab vor 30 Jahren nicht diese Hundeliteratur, wie wir das jetzt haben. Und ja, und dann sprach sich schnell rum, ey, der Hund ist ziemlich entspannt, wenn der Typ wiederkommt. Der Hund ist echt cool für einen Tag, weil irgendwas stimmt da nicht. Ja, und dann hatte ich bereits im dritten Semester schon, glaube ich, knapp 50 Hunde, die ich betreut habe. Und habe dann tatsächlich, ich glaube, 1995 gesagt, so, jetzt mache ich eine Hundeschule auf. Das war damals natürlich völlig skurril, weil es gab irgendwie den Deutschen Schäferhundplatz und den Dackelclub, aber es gab nicht diese gewerblichen Hundeschulen. Also, aber es hat von Anfang an sehr gut funktioniert, weil das, was ich gemacht habe, so anders war als das, was es in Deutschland gab.
Das heißt, ich habe Hausbesuche gemacht, weil mir klar war, wenn der Hund randaliert, wenn der Postbote kommt, dann macht es ja keinen Sinn, auf dem Hundeplatz rumzurennen. Und habe dann sehr schnell verstanden, wie Lernen funktioniert und wie, sag ich mal, Lerntheorien funktionieren. Dann habe ich ein gutes Auge und ein gutes Gespür für Hunde und Menschen vor allem. Ja, und dann habe ich eine relativ entspannte Art, die Sachen zu vermitteln. Und dann wurde das schnell erfolgreich. Und dann kam vor, ich glaube, 22 Jahren Fernsehen dazu. Und das hat es natürlich zum Explodieren gebracht, muss man ehrlicherweise sagen. Ich hatte davor 6 Mitarbeiter, was auch schon ungewöhnlich ist, dass eine Hundeschule 6 festangestellte Trainer hat. Aber dann explodierte das, weil es gab in Deutschland keine Coaching-Formate. Also man muss sich das so vorstellen, meine Sendung funktioniert so, ich werde einfach begleitet, ich fahre zu Leuten zum Hausbesuch, Anmoderation so, ich fahre zu den Bünkers, die haben einen Dackel und der jagt die Oma und jetzt gucken wir uns das mal an. Und dann erklären wir im Zweifel der Familie Bünker, dass nicht der Dackel schuld ist, Die Oma, so wie er ist. sondern die Oma, weil sie nicht schnell genug ist. Genau. Ja, und dann, es gab halt keine Coaching-Formate im deutschen Fernsehen und es gab niemand, der Haustiere erklärt hat. Ja, und dann explodierte das und dann habe ich relativ schnell eine eigene Produktionsfirma gegründet, weil die Produktionsfirmen, mit denen ich vorher zusammengearbeitet habe einfach meine Bedürfnisse nicht verstanden haben. Also eine Produktionsfirma will effektiv Geld verdienen. Und ich wollte ein Werbeprodukt schaffen. Mir war egal, ob am Ende Geld rauskam. Ich wollte halt eine geile Sendung im Fernsehen machen und habe ja damals mein Geld auf der Wiese verdient und nicht mit TV. Ja, und dann irgendwann wurde es immer mehr und mehr und mehr und mehr. Und jetzt inzwischen haben wir ja ein Lizenzkonzept, haben inzwischen 330 Trainer auf der Wiese, sind inzwischen international aufgestellt, haben also im deutschsprachigen Ausland, aber jetzt auch inzwischen in Dubai, auf Mallorca. Machen gerade USA, also machen das gerade ein bisschen größer. Dann haben wir die Produktionsfirma gegründet. Ich mache relativ große Tourneen, also wenn man so über Zahlen spricht, weil wenn ich eine Tour mache, kommen da 500.000 Leute hin und dann reden wir halt von Köln Arena, Westfalenhalle und so weiter. Also es hat eine relativ hohe Dimension genommen und das macht man natürlich nicht mehr alleine, ist ja klar. Also zurzeit sind, glaube ich, so 75 Leute bei uns im Büro. Aber es ist nach wie vor ein kleiner, muckeliger Familienbetrieb. Also meine beiden engsten Freunde sind so die wichtigsten Schnittstellen. Meine Schwester macht die Zahlen, mein Schwager ist Geschäftsführer in allen Firmen. Das ist also alles sehr heimelig. Ich habe Mitarbeiter, die schon über 20 Jahre da sind. Das ist alles sehr hemdsärmelig, sage ich mal. Also du hältst das Geld. Mein Vater würde sagen, der hält das Geld in der Familie. Ja, und ich bin so nicht, weißt du, Aber du ich hast kriege dein das ja Vertrauen immer. um dich rum. Das ist ja entscheidend bei sowas auch. Total. Ich habe vertraute Leute um mich herum und ich habe auch nicht so dieses, ich meine, wir haben uns auf dem Charity-Turnier kennengelernt, reden wir vielleicht gleich drüber. Ich habe nicht dieses Popstar-Gen in mir. Ich tauge irgendwie nicht zum Star so, ne? Also mir ist klar, meine Sendungen gucken ein paar Millionen Leute, in den Shows können auch mehrere tausend Menschen sitzen, aber ich habe das nicht so in mir, weißt du, so diesen Rock'n'Roll und dieses, bei uns ist alles so irgendwie noch wie früher, ich gehe mit den Kumpels ein Bierchen trinken, es sind auch die gleichen Kumpels. Ich habe keine Lust auf rote Teppichveranstaltungen und wenn ich zu einem Charity-Turnier komme, dann habe ich einfach wirklich Lust, Golf zu spielen und ich freue mich aber in erster Linie, dass Menschen für einen guten Zweck was auf die Beine stellen und habe da nicht das Gefühl, dass ich da im Mittelpunkt stehen muss, sondern dass ich ein bisschen dazu beitragen kann, dass da Geld eingesammelt wird und das ist schön einfach. Ja, das, also den Eindruck hatte ich jetzt auch, als wir uns da kennengelernt haben, dass du jetzt nicht der bist, so hier mal Platz, jetzt komme ich. Den Eindruck machst du im Fernsehen auch nicht. Oder meine Frau sagt immer, das ist einer der drei Fernsehstars, mit denen würde ich gerne mal ein Bier trinken. Der wirkt so normal immer noch. Ja, Wer sind die anderen beiden? Barbara Schöneberger und jetzt müsste sie es nebenan. Ich kann sie gleich fragen. Barbara Schöneberger, du? Aber Barbara ist tatsächlich auch genauso, wie du dir die im Fernsehen Ja, vorstellst. ich dachte, das ist so, sie Die kann sich ist genau cool. das ist so im Fernsehen, so wie und es war noch einer, ja. Das hatte ich dir wir haben uns ja in Hubbelrad bei dem Charity-Turnier von Andreas Buhr, tolle Sache, im neuen nächsten Jahr ja auch wieder, ich bin auch wieder dabei. Und tatsächlich verbindet der Martin Rütter auch etwas mit meiner Familie, nämlich ich habe am 19. Januar 2012, da bist du in der Grugerhalle in Essen aufgetreten, also 2012. An dem Ja. Tag habe ich nämlich meine Frau kennengelernt, ja, oder die dann später meine Frau geworden ist. Aber nicht in der Halle. Nein, nicht in der Halle vorher. Es war ein bisschen Zufall. Ich habe meinen Eltern, ich komme ja aus Münster, wir haben selber immer auch schon Hunde gehabt.
Und ich habe meinen Eltern zu Weihnachten, weil das passte, ich habe damals in einer Trainerakademie in Köln studiert, also neben der Sporthochschule da in diesem Hockey-Ding, Diplom-Trainer gemacht. Und das passte, das ging immer bis Donnerstags und das war ein Donnerstag. Und ich habe gesagt, ja, dann komme ich jetzt dazu, ja, und wir gehen da zu dritt hin, machen uns dann einen schönen Abend. Und über einen Freund hatte ich dann vorher meine jetzige Frau Imke kennengelernt, die in Essen-Kettwig lebte. Und wir haben dann ein Ach so, bisschen das. getickert. Und ich habe gesagt, ich bin ganz zufällig, und es war wirklich ganz zufällig, ja, bin ich heute Abend in der Grugerhalle. Und dann haben wir uns im Roadstop in Essen-Kettwig, haben wir uns an dem Tag zum ersten Mal getroffen. Ja. Also insofern ist das, ich habe es gerade auch nachher, es war wirklich der 19. Januar 2012, Das ist Essen-Grugerhalle. ja lustig. Das ist ja wirklich lustig. Ja. Wie bist du denn dann? Also, das ist erstmal so deine Story, die ja schon beeindruckend ist und die tatsächlich jetzt auch für uns so ein bisschen zum Vorbild sein gehen dürfte, nämlich dieses Thema Trainerlizenzen und dieses Thema Ausbildung ist ja wahnsinnig spannend, kann man ja auf viele Bereiche ausdehnen. Wie bist du zum Golf gekommen? Weil ich meine, das ist jetzt ja schon, das ist ja mehr als ein Fulltime-Job, was du machst. Wenn man dich verfolgt, Social Media, ja, jeden Tag irgendwas, ich glaube, da bist du jetzt vielleicht nicht derjenige, der postet, aber natürlich bist du vor der Kamera. Ja, okay, postest sogar einen Namenskanal, okay. Dann deine Tour, die du jetzt gerade machst, die ja auch bis ins neue Jahr reingeht. Wahnsinnig viele Termine, Bücher, Fernsehen, das ist ja alles jetzt nicht so, ich sag mal, aus der Hand geschüttelt nebenbei, nach Amerika gehen, Ja. Konzept aufbauen. Wie bist du zum Golf gekommen, zu so einem Sport, der jetzt ja auch eher so ein bisschen zeitintensiver ist? Ja, genau deshalb tatsächlich. Also ich weiß noch, als ich an der SPO studiert habe, gab es ja auch Golfkurse. Hm. Und ehrlich gesagt haben wir uns immer über die lustig gemacht, die den Kurs gebucht haben. Und haben gesagt, ja, wie kommt man denn jetzt auf die Idee? Ne? Und dann habe ich den aber auch gebucht, weil ich so neugierig war. Und das ist ja 30 Jahre her, heute weiß ich mir den Arsch, dass ich das nicht gemacht habe. Und was mich da total abgeturnt hat, war, dass wir im Grunde in der kompletten ersten Stunde über Etikette und Kragen am Hemd geredet haben. Und es war für mich total abgefuckt, irgendwie so darüber nachzudenken. Und jetzt musst du dir vorstellen, Golf-Schnupperkurs ging so 6 Stunden, 8 Fußballjungs in dem Kurs und der Golflehrer erzählt da erstmal einen von Etikette und alle verhalten sich ein bisschen ruhig. Und dann haben wir halt gequengelt, komm, jetzt gib mal so einen dicken Knüppel her. Und einer von uns nahm das Ding und das flog aus Versehen. Und wie im Fußballstadion haben 8 Leute Tor gegrölt. So, und dann gab es also richtig so, yay, und Gegröle. Und dann gab es einen derartigen Anschiss. Ne? So im Sinne von, also wir sind hier eben nicht in der Nordkurve und das geht hier nicht. Und da hatte ich schon gedanklich keinen Bock mehr. Habe ich noch irgendwie 3 Putts gemacht und dann sind wir irgendwie morgens Bier trinken gegangen, weil einfach total doof war. Vielen Und im Nachhinein ärgere ich mich, weil was Golf ja für mich heute ist, ist ja das, was vielleicht für andere Yoga oder so ist, weil das ein totales Abschalten ist. Also ich bin ja ein bisschen mit einigen ehemaligen Fußballprofis befreundet, mit denen ich früher zusammen gespielt habe und die haben alle schon in der aktiven Karriere gekickt oder gegolft und haben gesagt, ey, komm mal mit, komm mal mit. Und ich habe gesagt, ey, frag mich, wenn ich 80 bin, also kein Sport, so, ne? Die Klischees kennst du. Und das ist ja auch das, was ich jetzt umgekehrt immer höre. Du bist ja Hört man ja immer erstmal. noch, ja? Hört man ja auch immer noch, ja? Ja, Ja. klar. Mache ich dann, wenn ich Zeit habe oder. Genau, und wenn man das noch nie gemacht hat, kann man auch die Komplexität ja gar nicht einschätzen. Also wenn ich heute in der Golfsucht nachts Sky-Übertragungen gucke und Leute kommen irgendwie mit und sagen, wie langweilig soll das bitte sein, bis der abgeschlagen hat? Der schläft doch gerade ein und so. Das verstehe ich auch, weil die Komplexität schwer zu erklären ist erstmal. Ja, und dann habe ich wirklich vor, ich glaube, 8 Jahren, war ich wirklich zufällig auf Mallorca in einem Urlaub und hatte zu der Zeit eine Freundin, die schon mal eine Platzreife gemacht hat. Und ich war aber immer noch so. Und dann war da eine Driving Range und dann knallte das da immer. Und dann bin ich da runter und habe dem Golflehrer Marc Schmidt, ein Deutscher, der früher auch Hockeyspieler war, angequengelt und gesagt, hör mal, pass auf, ich weiß, das macht man so nicht, aber jetzt gib mir mal einen Driver, ich muss das jetzt mal ausprobieren. Ja, und dann habe ich das gemacht und dann hat der liebe Gott einen guten Moment geschickt und das Ding Hat flog den aus Ball Versehen. direkt. Genau, das Ding flog. Natürlich flog das krumm und schief, aber irgendwie flog der Ball. Ne? Und dann war ich so angefixt, dass ich da vor Ort direkt geblieben bin, habe eine Platzreife da vor Ort gemacht, habe den Urlaub um 10 Tage verlängert und dann war das wirklich wie einem Junkie, dem man Stoff gibt. Das kann man sich wirklich nicht vorstellen, was das mit mir gemacht hat. Und das ist natürlich, alle, die jetzt hier zuhören und die golfen, die kennen das ja. Wenn du aus Versehen den Ball mal richtig triffst, das ist magisch. Ja?
Also wenn aus Versehen so ein Eisen mal so wie so durch weiche Butter gleitet und du hast den Ball kaum gefühlt, das ist natürlich für Leute, die nicht Golf spielen, ist das völlig gaga, was ich jetzt erzähle. Aber alle deine Fans hier, die verstehen das ja, ne? Ja, und dann brach die Sucht aus. Und wir reden wirklich von Sucht. Ich lebe ja im Raum Köln und da gab es oder gibt es heute noch Golf City, das ist so ein super Einstiegsbude. 9-Loch-Anlage, sehr unkompliziert. Konntest du mit einer Jeanshose hingehen, alles war easy. Ja, und dann ging es los. Dann reden wir von 280 Tagen auf der Driving Range. Und Also im Jahr, über das ja. Jahr, 60 Tage, Ja, genau. Ich habe also dann im ersten Jahr 280 Tage auf der Driving Range verbracht und habe im ersten Jahr 110 vorgabewirksame Runden gespielt. Und es war wirklich, ich hatte dann mit den Betreibern, hatte ich einen Deal, dass die morgens um 5:30 Uhr schon die Alarmanlage lahmlegen, damit du. weil ich da zweimal, das war dann so schlimm, dass ich teilweise dann eigene Bälle mitgebracht habe, wenn er noch nicht auf war. Das war wirklich, das kann man. Und ich hatte einen Kumpel, der genauso angefixt war. Und das war wirklich extrem. Und ich habe dann immer 9-Loch-Turniere gespielt, weil ich die Zeit für 18 Loch nicht hatte. Und auch im Nachhinein wahrscheinlich gar nicht in der Lage dazu gewesen wäre. Und dann habe ich nach dem ersten Turnier gesagt, ey, ganz ehrlich, das ist so ein Sport für Doofe. Ich war Mittelstürmer, keiner tritt dich, du musst nicht rennen, du wirst nicht geschubst, der Ball bewegt sich nicht, da kann doch einfach jeder. Und habe dann so verkündet, also wenn ich im ersten Jahr nicht Single Handicap habe, dann höre ich wieder auf, das ist doch total einfach. Und dann ist das tatsächlich auch passiert. Ich habe dann im ersten Handicap 9 gehabt und habe das aber, dieses Handicap 9, ehrlicherweise ausschließlich auf der eigenen Anlage, auf diesem 9-Loch-Platz gespielt. Ich habe aber mindestens 50 verschiedene Plätze gespielt, weil durch meine Tournee spiele ich ja jeden Tag in einer anderen Stadt morgens mit dem Kumpel, der mit auf Tour ist. Das ist ja das Charmante. Spielen wir 9 Löcher. Und da gab es natürlich, ich habe auf jedem Platz, und das mache ich auch heute noch, auf jedem fremden Platz melde ich sofort eine RPR-Runde an. Und die gucken dann immer irritiert, weil ich natürlich auch dann immer auf die Schnauze kriege. So, ne? Aber ich finde das irgendwie schön und dadurch, dass ich so viele RPR-Runden spiele, ist das Handicap, was ich dann am Ende des Jahres habe, auch relativ repräsentativ. Realistisch, ja, passt, ja, okay. Ja, und dann hielt die Sucht so 3 Jahre an. Also ich habe Videos, wo wir wirklich im Schnee, also mit dicksten Flocken, über die Runde gelaufen sind. Ich war mal einmal, waren wir auf Tour irgendwie im Osten, ich glaube in Jena oder in Erfurt, ich weiß nicht mehr genau. Da war der Platz, da war die Driving Range geschlossen, weil also die Schnee lag. Da haben wir so lange rumtelefoniert, bis wir den Präsidenten des Clubs am Apparat hatten. Und haben gesagt, ey, pass auf, du musst hier aufmachen, das geht nicht. Und er sagt, ja, aber wir haben ja keine Bälle, die liegen alle da verstreut und so. Ne? Dann haben wir so lange gequengelt, bis wir selber mit dem Straßenbesen auf die Driving Range durften und haben uns da Bälle freigebuddelt. Also das war wirklich Sucht im Das war Endstadium. richtig so, der. Das war ganz schlimm. Das war wirklich ganz schlimm. Heute hat sich das ein bisschen normalisiert, aber Spielst du für denn immer uns. noch? Spielst du immer noch in da, wo du bist, immer noch 9 Löcher, also auf der Tour, wenn es geht? Nee, ja, also wir gehen in jeder Stadt. Also was wir auf jeden Fall machen, ist, dass wir eigentlich in jeder Stadt Bälle hauen gehen. Also ich bin jetzt hier in Hamm, ich war gestern hier in der Nähe schon, habe hier Bälle gehauen, es war alles gesperrt und matschig, aber Driving Range war auf und dann schlage ich da gemütlich für mich hören, da ist ja kein Mensch dann. Hör dann ein bisschen Musik und schlag dann 150, 200 Bälle und dann gehe ich wieder nach Hause. Und für mich ist das so, ja, so abschalten. Weißt du, mein Kopf ist wirklich voll beruflich und ich schaffe es aber, und das ist eigentlich das Schöne und dafür habe ich auch so eine gewisse Dankbarkeit. Ich habe mit Golf etwas gefunden, was mich völlig runterholt. Also das heißt, wenn du ja einen Golfball haust und du bist nicht wirklich bei der Sache, dann geht gar nichts. Also wir reden bei mir dann von wirklich gar nichts. Ne? Also dann hau ich den Fett und einen Dann kommt die Socken und da 106. geht. Dann kommt die 106. Ja, dann bin ich zum Schluss, da kommt noch die 120, würde ich sagen. Aber dieses Abschalten und mal 2 Stunden an gar nichts denken, das ist ja das, was ich den Golfern eigentlich immer so raten würde. Die Angst, ja, du brauchst so viel Zeit, du brauchst so viel Zeit. Ja, das stimmt. Wenn ich mich einspielen gehe und ich gehe eine Runde, dann sind schnell 6 Stunden weg. Aber jetzt mal ganz ehrlich, mal 1,5 Stunden Bälle hauen gehen, das ist so entspannend und so schön und das kriegt man eigentlich immer hin. Also das ist immer irgendwie machbar.
Also das definitiv, da bin ich bei. Das ist dann wie Joggen gehen eine Stunde oder keine Ahnung, eine Stunde Tennis spielen oder sowas. Da ist ja keine große Vorbereitung für notwendig. Und dann kannst du los. Das Spielen an sich auf dem Platz, das ist natürlich mal neun Löcher, wenn du sagst, sind 2 Stunden roundabout. Ja, die dauern natürlich. Aber ich kann sagen, die zuhören oder auch die bei mir im Coaching sind, ja, die schaffen das immer. Also die Ja. schaffen das immer, ja. Die haben tatsächlich ähnlichen Suchtfaktor wie du. Ich kann das, kleine Story von mir, mit dem in Schnee schippen, als ich komme ja aus Münster. Und ich habe dann da früher das Glück gehabt, dass wir sind mit 12 in Münster wirklich Hege. Ich weiß nicht, ob du da schon mal gespielt hast, aber alle, die den Platz vielleicht kennen, die 9 ist so ein Dogleg rechts, nach links. Und wir haben rechts an dem Grün quasi gewohnt. Also ich habe 50 Meter, Oh. ne? 50 Meter war das Paradies. Grün und ich musste so 20 Meter durchs Raff laufen. Da war dann irgendwann auch schon so ein platt getrampelter Pfad von mir. Und irgendwann haben die Greenkeeper mir so einen Weg da gemäht, ja, weil die wussten, okay, der Bunker läuft da durch. Und wir waren irgendwann auch im Winter, haben dann eigene Bälle gehabt, die wir selber wieder aufpicken mussten. Ja, also so noch so, weil meine Eltern mir zu Weihnachten haben mir so X-Out-Bälle geschenkt, die geschlagen, hast natürlich ein bisschen Präzision gelernt, ja, und auch nicht ganz so viele so maschinengewehrmäßig geschlagen, gar kein schlechtes Training eigentlich. Und irgendwann habe ich, ich meine, das waren noch Zeiten, da waren die Plätze noch gesperrt im Winter, ja. Irgendwann habe ich dann unseren Retriever mitgenommen, Golden Retriever, unseren ersten, den wir hatten, Apportierhund, ja, Ball geschlagen. Zurück, Ball geschlagen, zurück. Der war auch relativ ruhig nach der Trainingseinheit. Ja? Das war auch relativ ruhig. Okay, das heißt, du bist voll gehuckt gewesen. Voll. Und 3 Jahre da, also ich meine, das ist ja schon krass, ja. Das heißt, auf dieser Anlage City Golf, wie man ja nochmal nennen darf, wenn also Martin 3 Tage nicht da war, haben die sich Sorgen gemacht. Dann hätten die auf jeden Fall die Polizei angerufen. Ja, Ja, genau. und das Geile war, ich habe so wirklich so einen tiefen Magneten in mir für gute Leute. Ich höre ja, es gibt ja Menschen, die gehen so durch den Weg, oh, da habe ich da wieder so einen Arschloch getroffen und die Leute sind alle so. Und ich kann diese Menschen, die so negativ sind, so unfassbar gut ausblenden. Ich nehme die wirklich nicht groß wahr. Und ich laufe mit so einer fröhlichen Naivität durch die Welt und deshalb begegnen mir immer die coolen Leute. Und das ist total schön. Wir waren dann bei City Golf, waren wir dann ja relativ schnell so 10 Leute. Und du konntest immer dahin fahren und einer von den Dusseln war immer da. Ne? Und dann war das auch so, wir haben dann immer so eine Jahreschallenge gespielt. Also wer verbessert sich prozentual am meisten am Handicap? Jeder knete in den Pott, dann gab es einen großen Pokal, den du da mitnehmen durftest für ein Jahr und so. Also wie Kinder im Grunde. Aber das hat total Spaß gemacht. Und das war eine wahnsinnig tolle Zeit. Jetzt inzwischen sind natürlich alle auf den anderen Plätzen verstreut, weil ab einer gewissen Art zu spielen, ist dann Golf City ein bisschen schwierig, weil du natürlich, was ja toll ist, die schleusen wahnsinnig viele Platzreifekurse durch und wahnsinnig viele Anfänger. Und das ist cool für einen Golfsport, weil die wirklich sehr viele neue Leute da produzieren. Aber erfahrungsgemäß hauen die Leute nach 2, 3 Jahren da ab, weil du dann ein bisschen anderen Anspruch, andere Idee hast. Ne? Aber was eigentlich so ein Kipppunkt war, so do-it-yourself. Handicap 9 und ich wollte dann mehr wie alle. Und dann bin ich zu einem Trainer gegangen, Michael Stahr in Roggendorf. Und dann wollte ich jetzt Stunden nehmen. Und ich hatte vorher so, ja, ich hatte den Platzreifekurs gemacht und immer, wenn ich mal auf Mallorca war, habe ich bei Marc dann 3, 4 Stunden genommen. Aber so Training war nicht jetzt so meins. Also ich habe immer nur, ja, einen Eimer Bälle hauen und dann los. Also es gab null strukturiertes Training. Und dann bin ich zu Michael Stahr. Und habe gesagt, hör mal, pass mal auf, ich will jetzt noch mal irgendwie Gas geben und möchte da noch mal Next Level und so. Und ich wüsste jetzt so keinen Grund, warum das nicht mal bei Handicap 0 landen könnte. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der aus so tiefster Seele laut gelacht hat. Also wirklich richtig gegrölt hat der bei der Vorstellung, dass ein Typ, der mit 45 anfängt, Golf zu spielen, und da so vor sich hin watscht, sagte, ich mache Handicap 0. Also er hat richtig gelacht. Und dann war ich so ein bisschen empört und habe gesagt, aber hör mal, du hast mich doch noch nie schlagen sehen. Er Ja. sagte, komm, hau mal 2 Bälle. Und hat dann noch mehr gelacht. Und hat gesagt, pass auf, ich kann dir jetzt mal eine Prognose geben. Wenn du alles so weitermachst, wie du das jetzt hier machst, das wird sich irgendwann, keine Ahnung, bei irgendwann zwischen 7 und 11 einpendeln. Du wirst Spaß haben, du wirst entspannt auf dem Golfplatz rumrennen und alles ist in Ordnung. Wenn du jetzt aber ernsthaft vorhast, eine Wiederholbarkeit zu kriegen, einen gewissen Anspruch hinzukriegen und wirklich mal so an der sagt, selbst der Sprung auf eine 5 ist nochmal ganz anderes Golf.
Und das weiß ich heute. Ne? Das weiß ich. Also wenn ich mit Jungs spiele, die Handicap 4, 5 haben, das ist ganz anderes Golf als das, was ich da mache. Aber er hat gesagt, pass auf, Variante 1 ist, wir docken jetzt dann nochmal neu auf. Nicht, wir machen alles kaputt und starten bei Null, das natürlich nicht. Aber das wird jetzt den und den in den Aufwand haben. Willst du das oder willst du das nicht? Ja, und die Antwort war natürlich, dann lassen wir es lieber. Aber ich immer wieder juckt es mich mal, dass ich habe jetzt nicht so die Zeit, das ist ja klar. Ne? Aber ich hätte schon zwischendurch mal Lust. Und ich habe 2027, weiß ich jetzt schon, werde ich eine Auszeit haben von einem Jahr. Und ich habe da eigentlich Lust, mir jemanden zu suchen, der mit mir dann täglich was macht. Und mich würde wirklich interessieren, was passiert, wenn man 6 Monate am Stück unter professioneller Anleitung mit allem, was dazugehört, mit Fitness, mit allem, mit allen Säulen, die du immer nennst, was dann eigentlich so passiert, wenn man 6 Monate im Prinzip betreut wird, als wäre man ein Leistungs- oder ein Profisportler, wohin geht dann die Reise? Das fände ich so spannend, das Experiment. Das ist, du weißt ja, an wen du dich wenden kannst, aber in der Tat, dein Trainer hat eigentlich einen guten Job getan, weil ich glaube, du hättest keinen Spaß mehr gehabt irgendwann, wenn du jetzt einen anderen getroffen hättest und gesagt, ja klar, logisch machen wir, weil da wird der Schwung umgestellt, du kennst das alles, ja, so. Und dann geht das Drama ja erst los. Vor allem, wenn du sagst, so viel, also so trainingsfleißig, wie du bist vom Fußball her, ja, du kennst dich ja selber am besten. Das ist ein anderer Punkt. Und das kann auf jeden Fall in eine ganz, ganz positive Richtung gehen. Das Schwierige beim Golf ist immer, ich erzähle es immer aus meiner Sicht, ja. Also ich habe Abitur gemacht 2000 und habe da schon 3 Jahre Nationalmannschaft gespielt. Und dann war klar, okay, im Mai Abitur, also Abschluss, im September gehe ich zu Sport, oder nee, im Dezember sogar erst, oder November gehe ich zu Sportförderkompanie. Das heißt, ich spiele jetzt Minimum mal 1,5 Jahre nur Golf, Nationalmannschaft. Und danach noch ein Jahr, war auch klar, mache ich noch ein Jahr Playing Amateur, hieß das damals, also auch beim Verband damals, ein Jahr nur gespielt, zu Hause gewohnt, alle Trainings, alle Golfturniere vom Verband bezahlt gekriegt, also Luxus, ja, so. Also ich konnte zwei, so, und mein Anspruch war natürlich im Mai nach dem Abitur, so wie du jetzt auch sagst, okay, jetzt habe ich ja Zeit, nur Golf zu spielen, ich habe trainiert, Fitness, mental, alles, und es hat sich erstmal gar nichts bewegt, so 3, 4 Monate. Total bitter, ja, mit 20, ich wollte Playing Pro werden, groß, und jetzt hast du die Zeit, keine Schule mehr, nichts nervt mehr, ja, und das war total schwer für mich zu akzeptieren, und im Nachhinein habe ich gemerkt, dass im Golf, und das ist so wichtig, natürlich kannst du so ein paar Quick Wins haben, ja, so, das ist ja im Hundetraining genauso letztendlich, tippe ich mal, ja? Dass du relativ schnell kriegst so ein paar Dinge hin, so, bis sich das Ganze dann aber wirklich gesetzt hat und ich sag's mal so philosophisch in dir drin ist, dauert das einfach dann wieder, ich sag mal, so eine Zeit lang, bis du so auf die nächste Ebene kommst. Und diese Zeit ist natürlich unterschiedlich lang, sag ich mal, aber natürlich dann für jemanden, der, so wie mich, ich damals, ne, voll motiviert und auch noch berufliche Ziele und Träume da hat und sowas alles, ey. Ja, klar. Das war bitter. Das soll die Sicherheit, dass es bei dir nicht klappt, ja, will ich gar nicht damit sagen. Aber natürlich kann man da ganz viel erreichen. Aber dieses, ich mache jetzt mal ein halbes Jahr was und dann muss ich sofort was tun, da bin ich also nicht skeptisch. Wir sehen es ja bei uns auch, dass es funktioniert im Coaching, aber es braucht eben dann trotzdem so eine Zeit, wo man sagt, okay, ich gebe dem Ganzen jetzt auch irgendwie so Raum, ja, neben diesen Quick Wins. Ja. Aber sicherlich ist da viel zu machen. Deine Fans werden das jetzt nicht gerne hören, 2027, oder du hast so vorproduziert, dass du das ganze Jahr trotzdem... Nee, das ist auch tatsächlich so. Also es wird im TV gar nicht merklich sein, weil wir tatsächlich ein bisschen vorproduzieren. Ja. Und es ist auch nicht so jetzt gehe ich auf die Bahamas, das ist überhaupt nicht so. Aber ich habe lange, lange davon geträumt, mal so ein Sabbatical zu machen. Und jetzt habe ich aber ja noch eine schulpflichtige Tochter und da ist ja sowieso nichts mit Sabbatical. Aber ich gehe davon aus, dass die spätestens 26 fertig ist mit der Schule. Und dann heißt das für mich 27 dann auch mal viel reisen, ein bisschen die Welt nochmal angucken und so. Weil ich ja die letzten 25 Jahre, wenn man jetzt so sieht, was ich mache, ist natürlich auch viel auf der Strecke geblieben. Also das heißt, mit Freizeit war da doch relativ wenig, muss man fairerweise sagen. Und ich habe so eine Sehnsucht danach einfach. Aber um nochmal auf das muss ich setzen, ne? Was mir ja total bewusst ist, das ist ja nochmal ein Unterschied. Ich habe eine Ballintuition und habe ein bisschen koordinatives Geschick, aber ich habe eben nur mal erst mit 45 das erste Mal einen Schläger in der Hand gehabt. Und das ist wie in allen Sportarten so. Weißt du, wenn du mich jetzt fragst, guck mal, schieß doch mal den Ball da hinten gegen das Garagentor.
dann würde ich ja beim Fußball nie darüber nachdenken, wie halte ich jetzt den Fuß oder wie stelle ich mich da hin? Welchen Winkel komme ich jetzt daran, ja? Ich würde einfach schießen, ob ich jetzt treffe, weiß ich nicht, aber ich würde da nicht drüber nachdenken, weil es ja total automatisiert ist durch meine Kindheit. Wenn ich einen Golfball schlage und ich gehe im Kopf keine Checkliste durch, brauche ich den Ball nicht zu schlagen. Das wird nicht funktionieren bei mir. Also ich muss bei mir eine Checkliste durchgehen. Je nach Gemütsverfassung kann die sehr lang oder sehr kurz sein. Aber es ist natürlich eigentlich, muss man sagen, jetzt bei mir jedenfalls, ich weiß nicht, wie das, kannst du vielleicht erklären, bei anderen Freizeitgolfern ist, aber bei mir ist exakt nichts automatisiert. Nichts. Ja, also es hängt natürlich direkt immer vom Alter ab. Ich muss aber sagen, ich habe jetzt mit 6 angefangen. Natürlich ist bei mir vieles automatisiert. Trotzdem habe ich auch immer noch so einen Schwunggedanken, ja, also einen technischen Aspekt im Schwung, sage ich mal, den ich... Was denkst du dann? Naja, bei mir ist zum Beispiel so dieses, okay, hier so Arm hier ranbringen. Ich weiß nicht, ich bekomme auch mal so ein bisschen eher manchmal von außen. Ich muss hier ran, ja. Ich habe übrigens auch immer noch seit 25 Jahren, weil mich Leute immer fragen, wenn sie mal zum Coaching sind, okay, ich habe doch das jetzt einmal trainiert, was kommt denn jetzt? Dann sage ich, naja, das, ne? Wir brauchen noch ein bisschen, ja, bis ich das tatsächlich setze, weil ich seit 25 Jahren, ich arbeite jetzt, am Video sieht man es hier, ich arbeite daran, dass sich dieser Winkel zwischen Schaft und Unterarm, der löst sich bei mir immer zu früh auf, dass der sich später auflöst. Also diesen Lag, der Sergio Garcia so als Bild vor sich hat, der weiß, was das bedeutet, ja. Und auch da ist, das ist auch bei mir nicht automatisiert, weil ich das als Bewegung immer neu lernen muss. Aber ich habe eben immer so Aspekte, die auch bei mir immer noch quasi im Fokus sind. Natürlich ist es intuitiver und natürlich kann ich auch, wenn ich vielleicht auch mal kurz vorher telefoniert habe von einem Schlag, dann funktioniert ja trotzdem, vielleicht im Gegensatz zu dir, wo du sagst, da bin ich irgendwie so abgelenkt, dann geht's nicht. Trotzdem ist diese, ich weiß nicht, diese Checkliste am Ball, ist meine Erfahrung immer, ist, finde ich, nicht ganz so günstig, weil dann stehst du irgendwie so 30 Sekunden und okay, jetzt. Nee, so lange geht das nicht. Also, das nimmt bei mir nicht wahnsinnig viel Zeit in Anspruch. Das ist jetzt nicht so, dass ich zu den Golfern gehöre, dass du manchmal zwischendurch denkst, atmet der noch? Also, so, ne? Ist er ausgestopft jetzt? So ist es nicht. So extrem ist es wirklich nicht. Ich brauche einen kleinen Moment, aber es sind so 2, 3 Punkte. Und das Absurde ist auch, ich glaube ja wirklich, dass ihr Golflehrer von dieser Golfdemenz der Spieler lebt. Das heißt, also ich kann dir nicht sagen, wie oft ich im Golfunterricht bin und ein Trainer sagt mir was und ich denke, fuck, das hast du schon 1 Million Mal gehört. Stimmt, hast du dir wieder was anderes angewöhnt und selbst beim Putten oder wo auch immer. Ja, das gemeine, hundertprozentig und das würde mir jetzt auch übrigens gehen, wenn ich jetzt zu meinem Mentor Frank Adamovic ins Training gehe, würde er auch Dinge sagen, wo ich sage, ja, das hast du mal vor 20 Jahren schon gesagt, ja. Das Gemeine im Golf ist ja, ich sage jetzt mal vielleicht im Gegensatz zum Hunde, beim Hundetraining sehe ich ja sozusagen das Objekt, das sich verändert. Ja, so im Golf ist es ja das eigene Gefühl und das ist ja das Gemeine. Ja, ich sage auch immer, wenn wir jetzt was verändern, zum Beispiel sage ich immer, sobald es sich gut anfühlt in den nächsten 2 Trainingseinheiten, weißt du, dass du wieder in deine alten Gewohnheiten zurückgefallen bist. Oh, das mit dem Griff auf einmal, das war ganz bequem. Ja, das war, ja, so, ja. Also, das ist so das Gemeine, glaube ich, beim Golf, dass du eben von deinem Gefühl so abhängig bist und dass du natürlich, und du hast es vorhin mal gesagt, so dein erster Schlag auf der Driving Range auf Mallorca. Natürlich triffst du auch mit der beschissensten Technik mal den allerschönsten, der fliegt und natürlich ist umgekehrt genauso, ja. Und dann denkt man natürlich, ja, jetzt habe ich ja das, was ich machen sollte, habe ich gemacht. Nee, es passte vielleicht gerade vom Rhythmus her oder irgendwas, ja. Das ist, glaube ich, das Gemeine im Golf, dass dann selbst du als guter Sportler irgendwie, als sportaffiner Mensch hinkommt und sagst so, ja, eigentlich dachte ich, mache ich das, ja. Nee, ist eben... Ja, und was ich so krass finde, ne, und deshalb verstehe ich auch, dass es so Leute gibt, die so mies gelaunt vom Platz runterkommen, was ich übrigens, da haben wir ja mal im Vorbeilauf darüber gesprochen, weil ich wirklich bei mir nicht kenne, habe ich mal ein besonderes Erlebnis mit Sonja Zietlow gehabt. Aber dieses, dass du das Gefühl kriegst beim Golfen, dass es an einem Tag plötzlich so leicht ist und du sogar auch in der Lage bist, schlechte Schläge hast du ja sowieso immer, also es gibt ja keine Runde ohne einen schlechten Schlag, aber die kannst du dann gut aushalten, weil der Rest sich so ach, so fluffig und so normal angefühlt hat. Und dann gibt es Tage, da kommst du von Anfang an nicht raus aus der Spirale. Ich jedenfalls nicht. Und bei mir führt es dann dazu, dass ich relativ schnell sage, ach, wisst ihr was, leckt mich alle mal. Ich werde es nie vergessen. Ich habe mal mit einer 91-jährigen Frau Golf gespielt, die übrigens 4 Schläger dabei hatte und ihr weggetragen hat.
Und die hat mit 75 angefangen mit Golf, weil sie Probleme mit den Knien beim Tennis hatte. Und die hat immer so gesagt, ach, mein Mann hat immer gesagt, lieber im Raff als im Büro. Und das fand ich so, dass man eben nicht vergessen darf, was das für ein Privileg ist, ne? Das heißt also, du kannst es dir finanziell leisten, Golf zu spielen, du hast dir die Zeit genommen, eigentlich siehst du schöne Plätze und man vergisst es, wenn man Scheiße spielt. Und das kriege ich aber ganz gut hin. Und mir erschließt sich oft die Ernsthaftigkeit nicht der Leute. Also ich habe wirklich Bock und eine schöne Runde ist immer besser als eine Scheißrunde. Aber ich war mal auf Mallorca mit Sonja Tietlow Golf spielen und Sonja ist ein sehr disziplinierter Mensch. Ich kenne kaum jemanden, der mehr Disziplin hat als sie. Und alles, was sie macht, macht sie immer strategisch, wenig intuitiv, sondern immer über den Kopf. Also die fängt dann an zu reiten und einfach in 4 Jahren ist sie dann beim Rodeo-Reiten bei deutschen Meisterschaften dabei. So, ne? Also so, und hat dann beim Golfspielen, ich glaube, innerhalb von 5 Jahren Handicap 3 oder 3,5 gehabt. So, und jetzt musst du dir also vorstellen, wenn du mit der Golf spielst, dann hat die einen kompletten Hausstand und 2 Hunde dabei. Also eine Tasche mit Bananen, eine Tasche mit keine Ahnung was. Also die ist so vorbereitet, kannst du dir nicht vorstellen. So. Und dann tiet die auf, dann tiet die immer so und dann stellt sich immer so hin, dass beide Füße genau am Tee sind. Dann geht sie exakt 16 cm beim Driver mit dem linken Fuß zur Seite und 58 cm nach rechts. Das kannst du dir echt nicht vorstellen. Das ist wie ein Roboter, ne? Und dann macht's, dann schwingt die oder macht's plöpp und der Ball fliegt einfach 180 Meter geradeaus und dann stiefelt die so weiter, ne? Und dann spielt die halt wirklich in Songwall im Vorbeilaufen 75. Und die musst du da erstmal spielen, ne? So. So, und dann watschelt die halt so vor sich her, gute Laune und alles ist gut. So, und dann spiele ich mit der das erste Mal eine Runde. Ich tee auf und dann natürlich klar, Heidewitzka, Herr Kapitän, ne? Driver zünden, Feuer frei, ne? So, erster Ball, Quickhook, links, weg. Okay, man tiet halt wieder auf mit einem Grinsen im Gesicht und Heidewitzka und wieder links. Quickhook, Heidewitzka. Dritter Ball, man korrigiert, Slice auf der Straße. Und der Ole, der da Golfpro ist, mit dem gehen wir da auf die Runde und für den ist das ja normal, weil der das bei mir kennt. Und plötzlich höre ich Sonja Zito sagen, sag mal, wie lange soll die Runde denn gehen? Verliert und hinter uns keiner, vor uns keiner, also kein Betrieb. Und denkt schon nach dem ersten Loch, sag mal, bist du bescheuert? Und sagt dann so, ja, ich sage, hä, was hast du denn? Ne? Und ich wusste gar nicht, worauf die hinaus will. Und dann sagt sie, aber guck mal, das dauert jetzt ewig, wenn das hier so weitergeht. Und du machst da immer das Gleiche. Du holst aus und knüppelst auf die Murmel. Was soll sich denn verändern, wenn du immer das Gleiche machst? Hast du immer den gleichen Scheißproblem? Und sagt dann so Sätze wie, schlag dann mit dem Eisen ab. Und das ist nicht in meiner DNA. Ich würde auch 10 davon in den Wald ballern, bis der eine, alleine, für mich wäre das dann wie eine Übungssession. Ich müsste dann einmal das Ding fliegen lassen. Und das ist wirklich auf eine Art so ein bisschen meine Stärke, weil ich es nicht ernst nehme. Aber meine große Schwäche ist tatsächlich das Thema, dass ich immer volle Lotte spiele. Also ich habe, wenn ein paar 5, 450 Meter hat, erschließt es sich in meinem Kopf nicht, dass ich nicht den Driver zünde und ein Holz 3 hinterher knüppeln soll. Wenn ich mal 3 Runden spiele, ganz konsequent und sage, pass mal auf, Martin, das ist jetzt zweimal ein gemütliches Hybrid 3, dann hast du noch 70 Meter, dann schubst du da ein Sandwich hin und dann bist du ja auf dem Grün mit 3 Schlägen. Du bist ja Martin, Das geht bei nicht. du bist ja Martin und nicht Rory. Und das schaffe ich genau 2 Runden. Und an der dritten Runde, da kann ich mir, da schreibe ich mir aufs Bag. Wirklich, da steht ein Zettel, da steht Hybrid 3. Und du kannst dir sicher sein, in der dritten Runde zünde ich einen Treiber. Und das ist wirklich so dumm. Das ist so wahnsinnig dumm. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen Männerphänomen. Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Du hast gerade angesprochen, ich sag mal, bei mir sehr, ich nenne es erwartungslos sozusagen. Ja, dieses am Ende ist es ja. Du hast was Schönes gesagt. Ich glaube, wer Golf spielt, der hat es schon irgendwie so relativ weit gebracht im Leben. Der hat meistens irgendwie einen ganz guten Job. Da stimmen relativ viele Faktoren, sage ich mal, drumherum. Ja. Und dann ist so ein Tag auf dem Golfplatz. Also es gibt Schlechteres. Ja. Also bad day on the golf course is better than a good day in the office. Ja, ist dieser, was deine Mitspielerin da gesagt hat. Und das ist auch das, was ich immer so natürlich. Ich werde immer eher erwartungslos, dann kann ich ja gar keine Ziele mehr sagen. Nee, das ist falsch. Du sollst natürlich schon dahin gehen und sagen, ich will jetzt hier einen geilen Schlag machen.
Aber wenn du jetzt die Einstellung wie Martin hast und sagst, drei Warums, mir egal, dann darfst du dich nachher eben auch nicht aufregen, wenn fünfmal Quick Hook und siebenmal Slice nach rechts, 12 Bälle weg. Ja? Also da musst du eben sagen, ja, okay, ja, habe ich jetzt eben so gewählt. Und dann sage ich immer, naja, und am Ende des Tages, wie willst du denn jetzt einen guten und einen schlechten Schlag, ich sag mal, in der letzten Konsequenz bewerten? Wie viele getoppte Holz-5s habe ich schon gesehen, die an ein paar drei ein Hole-in-One Ja. geworden sind? Wie viele geile Drives habe ich schon geschlagen, die am Ende irgendwie versprungen sind und liegen in irgendeinem Bunker, wo du sagst, so, okay, ja, wie soll ich das jetzt am Ende Ja. bewerten? Also am Ende ist es ein Hobby für uns alle. Ich glaube, der eine oder andere macht es eben, so wie es ja im Hundetraining auch ist. Ich habe eine Coaching-Teilnehmerin, die mit ihrem Bassett ständig auf irgendwelche Shows fährt, ja, auch sehr, sehr erfolgreich in Europa ist. Am Ende, ja, aber am Ende ist ja ein Hobby, wo man sagt, okay, jetzt kann ich hier zwar trainieren, auch ernsthaft das machen, aber am Ende darf ich, glaube ich, und das ist das Entscheidende, was ein bisschen so mein Ding ist, ja, wo ich sage, okay, wenn du vom Golfplatz nach Hause fährst, musst du doch eigentlich sagen, hey, ich bin Ja, entspannt. voll. Es ist heute vielleicht nicht so geil gelaufen, aber ich habe ein paar coole Dinge gemacht. Ich habe vielleicht mit ein paar coolen Leuten gespielt. Ich habe nachher ein Bierchen, Kaffee, was auch immer getrunken. Es war ein geiler Tag. Ja, und das ist ja so, wo ich mir denke, so, wie kann man so frustriert? Ich meine, ich kenne das selber vom Golf, Ja, aber das muss ja jeder besonders. kennt das. Ja? Jeder Und kennt das. Ich hab auch schon ein Eisen 6 in eine Fruchtplantage geworfen. Also so ist nicht. Also es ist nicht so, dass mir nicht auch der Hut hochgeht und dass ich auch mal wirklich genervt bin. Aber bei mir ist das, wenn das aufkommt, muss ich wirklich am Ende der Runde über mich selber lachen. Und dann ist es auch wirklich vorbei. Ich nehme das nicht mit nach Hause und nicht mit ins Bett und sonst irgendwo hin. Aber trotzdem ist es ja, du kannst ja einem Nichtgolfer oder noch schlimmer ist, dann hast du jemanden bei dir im Flight, der hat ein Handicap 40. Und wir alle können uns daran erinnern. Und ich kann mich da sehr gut daran erinnern. Deshalb stresst mich das nicht, wenn ein Anfänger mit im Flight ist, überhaupt nicht. Im Gegenteil, bei mir führt es dazu, dass ich meistens sogar sehr gute Runden spiele, weil ich ja Zeit habe dann und weil es dann doch irgendwie alles ein bisschen dauert. Und durchteilen musst du. weil ich komme dann in so einen Nettigkeitsmodus, dass ich eigentlich mehr damit be beschäftigt bin, den zu betreuen und zu sagen, komm, das wird und alles wird cool. Weil ich kann mich ja noch daran erinnern, wie man die Buchse voll hatte. Du hast Handicap 40 und du siehst Scheiße, bei dir im Turnier ist einer mit Handicap 5 mit im Flight und du schämst dich schon mal prophylaktisch. Das ist ja wirklich ein schlimmes Gefühl. Ja, aber du kannst im Handicap 40, du hast einen Ball nicht richtig getroffen. Und der ömmelt sich aber irgendwie aufs Grün und der kriegt einen Euphorieanfall und du denkst, nein, nein. Und danach triffst du einen Ball richtig knackig und der rauscht auch gerne dann von mir aus 8 Meter am Grün vorbei. Aber du hattest trotzdem ein sehr schönes Gefühl in dem Moment. Und das ist vielleicht viel befriedigender als der Ball, der, also bei mir jedenfalls, als der Ball, der da hingekullert ist. Und das versteht natürlich jemand auf dem Level erstmal noch nicht. Ne? Das kommt dann irgendwann. Ne, das ist und tatsächlich, da kommt bei jedem Schlag, oh super, super, Ja, super. klar. Ja. Ich hab mal mit jemandem gespielt, da habe ich 2 Bälle hintereinander ins Wasser gehauen. Und beim zweiten hat er so richtig gesagt, oh gut. Da habe ich gesagt, hör mal, der war wieder im Wasser. Und er sagt, aber nicht so weit im Wasser. Man muss immer andere Maßstäbe muss man einfach nehmen, ja, das ist doch. Aber Fabian, eine Sache will ich dich fragen. Und was für mich wirklich ein Phänomen ist, ich spiele bei den GoFus viel. Und da sind ja Leute dabei, die sportlich, also Golf spielende Fußballer, deine Hörer werden das kennen, das sind Leute dabei, die wirklich High-End-Sport getrieben haben, die Weltmeister waren, Champions League-Finale gewonnen haben, Handball, was weiß ich, alles gewonnen haben. Und die waren sattelfest in ihrer Sportart. Die stehen auf einem Golfturnier an Schlag 1 und bibbern und beten, dass der blöde Ball fliegt. Und als wir uns kennengelernt haben, da standest du ja da beim Abschlag dann da rum. Und ich dachte nur, Scheiße, jetzt steht der Bunker hier rum. Jetzt kommt Kind, Und kommt zurück. ey, das ist so scheiße. Und dann war es noch so, im Flight vor mir haben alle einen Driver geschlagen und keiner hat so richtig den Ball aufs Feld gekriegt. Und dann denke ich, nein, nein, nein. Und dann ist es ja dann beim Charity-Turnier noch so. Dann steht noch der Lokalreporter da, 2 Fotografen, die ganzen Leute gucken, ach guck mal, der dicke Ritter, jetzt schlägt er ab, wir gucken mal, ne? Und dann stehst du da und im normalen Leben bin ich wirklich echt entspannt. Und dann stehst du da und denkst, ey, bitte, lieber Gott, für den Rest der Runde muss nichts mehr funktionieren, aber der Scheißball, der muss jetzt fliegen. Und ich weiß,
Ich habe da ein Holz 3 geschlagen, das sogar wirklich okay geflogen ist und alles war gut. Aber das ist doch echt verrückt. Und warum ist das so? Warum macht man sich da so verrückt? Und das ist zum Beispiel etwas, das würde ich wirklich gerne abstellen. Und so entspannt ich beim Golfen bin, trotzdem habe ich gerade bei den ersten Abschlägen oft so dieses, oh bitte lieber Gott, lass das Ding fliegen. Das ist sehr lächerlich eigentlich. Also erstens glaube ich, dass das, also nicht glaube ich, sondern ich weiß, also zumindest aus dem Golfbereich, und ich spiele jetzt seit 3 Jahren auch wieder Tennis, auch das erste Spiel bei mir ist immer ein bisschen nervös. Ich glaube auch, und wenn man jetzt mal so Tiger Woods zu dem Thema hört, der sagt, wenn ich irgendwann am ersten Abschlag nicht mehr nervös bin, dann höre ich auf, weil dann bedeutet es mir nichts mehr. Also das ist das eine, das bedeutet was. Und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, wenn du mit den Jungs sprichst, die da bei Gofus sind, und da sind ja wirklich hochkarätige und ich sag mal Fußballer, Handballer bei. Naja, wenn Kretsche, EM, WM, Halbfinale, Magdeburg, Champions League Finale, dann ist der auch erstmal ein bisschen, ich weiß nicht, wie das bei Sport hat, ich habe früher Handball gespielt, dann war man nicht so richtig, ich kann das gar nicht sagen, nicht so richtig auf, man hat sich sein normales Aufwärmprogramm gemacht, aber man war so ein bisschen, meine Hände waren so ein bisschen kälter und das hat sich erst im Laufe des Spiels ergeben, dass man so in seinen normalen Flow reingekommen ist. Weil es ist ja was Besonderes irgendwie. Ja, auch kann mir keiner erzählen, auch ich sag mal, unsere Weltmeisterschaft, Mannschaft 2014, die haben sich auch in die Hose gemacht, weil WM-Finale, da spielst du nur einmal im Leben. Da kann ich dir aber ein sehr schönes Gegenbeispiel nennen. Okay, aber lass mich kurz. Und ich glaube, beim Golf ist das Gemeine, im Gegensatz jetzt vor allem zu Mannschaftssportarten, dass du bist der Fokus auf einmal. Ja, du bist der Fokus und vor allem, das sind ja alles Mannschaftssportarten, ich sag mal dynamische Sportarten. Durch diese Dynamik kannst du natürlich immer noch mal Adrenalin abbauen und Aufregung abbauen und irgendwann hast du 3, 4 Pässe gemacht, die angekommen sind. Das hast du ja im Golf nicht. Im Golf ist es ja klar, du machst ein paar Schläge auf der Driving Range vorher, ja, und dann stehst du trotzdem da und irgendwie bist du auf einmal dann. Und das Ding ist, warum sind die so aufgeregt? Erstens, weil sie natürlich sich an diesen Schlag selber bewerten, von dem sie wieder denken, jetzt bewerten andere das. Der Ritter denkt, jetzt guckt der Bunker zu und denkt, ich bin ein Riesenhacker, keine Ahnung was. Stimmt ja gar nicht. Der Bunker steht da und guckt sich einfach nur an und sagt, oh, ist ja cool, der Martin haut da vorne her. Und alle anderen, ich sage immer zu meinen Coaching-Teilnehmern, alle anderen, die dir am ersten Abschlag zugucken, von denen du denkst, dass sie dir zugucken und sich nachher kaputt lachen, wenn du einen schlechten Schlag gemacht hast, die machen sich alle gerade selber in die Hose. Ja, natürlich, das ist ja klar. Zum Glück stehe ich gerade nicht da, wo der steht und absteckt. Ja? Und sehen im Grunde gar nicht, was du da machst. Ja? Und sind im Grunde froh, dass sie jetzt noch nicht dran sind. Und das ist immer das, was ich denke, hey, du kannst diesen Fokus also total auf dich lenken und du wirst immer ein bisschen aufgeregt sein. Das musst du auch akzeptieren. Wenn du das versuchst zu bekämpfen, wird es nicht funktionieren. Ja, also dieses, ich darf nicht aufgeregt sein, ist Quatsch. Und du musst eben diesen Fokus weg von, jetzt guckt der Bunker, jetzt guckt der, jetzt ist das wichtig und so weiter. Du musst ihn zu dir lenken und wirklich sagen und dir vorsagen, okay, was für einen Schlag will ich hier spielen? T1, Hubbelrad, die ist ein bisschen bergab. Okay, ich will mal ein Holz 3, da vorne Richtung den Bunker. Also die sozusagen so einen eigenen Auftrag geben, den du hast gerade gesagt, ich brauchst eine Checkliste. Das ist sozusagen die Checkliste, die dann bei dir quasi sich abspeichert, alles klar, ich mache meinen Holz 3 schon da vorne hin, ja, und dich nur mit diesem Schlag, den du spielen willst, mit diesem Ziel, wo du hin willst, zu beschäftigen. Je wichtiger die Situation für dich im Grunde wird, desto mehr musst du das machen. Ja, ich verstehe das und das ist ja auch wirklich ein Teil meines Berufes. Ich habe ja, als ich früher noch viel auf der Wiese stand, habe ich auch viel mit sehr ernstzunehmenden Hunden zu tun gehabt und da musste ich sehr fokussiert sein, weil es im Zweifel sonst gefährlich für mich oder die Kunden ist. Und wenn du auf einer Bühne stehst und da stehen 10.000 Leute, ja, natürlich ist das, dann habe ich diese Lockerheit, aber ich muss natürlich fokussiert sein und ich muss mich sehr konzentrieren auf das, was ich mache. Aber ich darf nicht so aussehen lassen, als wäre ich konzentriert. Also für die Leute muss das alles so fluppdiwupp locker aus der Hose gehen. Aber da entspricht das so meiner Mentalität. Und beim Golfen ist es eben so, dass du genau weißt, es gibt jetzt hier viele Faktoren, die dazu beitragen können, dass das Ding schief geht. Und das ist ja echt so, das ist ja wirklich so abstrus. Ich habe das ja selbst. Es gibt einen Kumpel, Axel und ich gehen also wirklich ganz oft spielen. Haben immer so eine Jahreschallenge, am Ende muss einer ein Essen bezahlen und so weiter. Und es ist aber total nett, wir mögen uns total. Und wir plaudern auch auf der Runde. Und wir haben wirklich auch eine echte Freundschaft zueinander. Und wenn ich mit dem spiele, ist mir scheißegal, wenn ich den Ball in den Wald haue.
Ich weiß, ich muss mir dann halt Gefrotze anhören und der Lachen verkneift er sich gerade, das gehört aber dazu. Aber da kommt eine dritte Person mit in den Flight, die ich nicht kenne, und sofort geht es los. Das habe ich aber dann wirklich nur an den ersten beiden Löchern. Danach verschwimmt das. Aber das ist echt krass, weil es ja eigentlich so bedeutungslos ist. Absolut. Am Ende ist es völlig egal, ob du jetzt eine 100, eine 80 für den Weltweitergang sozusagen. Ja? Ja. Aber ich meine, wenn du jetzt heute Abend, trittst du heute Abend in Hamm auf oder wo bist du? Heute Ja. Abend? Okay, ja. Also Hamm, ja. Stadthalle, 5000 Menschen, keine Ahnung. Zweieinhalb, mehr passen zweieinhalb, nicht rein. Okay, gut. Ja, okay, gut. Ja, also 2500, dann würden sich andere, hätten ja, die würden jetzt auf dem Klo sitzen und hätten Durchfall und Klar. wären nervös. Du bist das jetzt gewöhnt, ja. Aber trotzdem Genau. bist du heute Abend, tippe ich ja mal, so ein bisschen aufgeregt bist du ja schon, weil du ja auch Nein. denkst, nee, gar nicht Nein, mehr. gar nicht. Also wir, wirklich null. Also wir haben es ja auch schon ein paar Mal gemacht, dass wir mal gucken wollten, was macht der Puls eigentlich in der Zeit während der Show. Ja. Und haben mal so 48 Stunden EKG und all das gemacht. Und da passiert exakt gar nichts. Also kein quasi Ausschlag vorher, die 4 Minuten vorher Nein. nach dem Motto, jetzt hier, jetzt geht's los oder irgendwas. Nein. Was? Okay. Nee. Also da ist eine 10% Range. Weißt du, da geht es mal Ja. von 72 auf 80, aber dann ist bei mir ja in meinem Gewicht schon, wenn ich die Treppe zur Bühne hochlaufe. Also es ist nicht aber Puls 120, nach dem Motto jetzt hier richtig. Nein, Okay. Da habe ich gar nicht, habe ich wirklich gar nicht. Aber es ist eine Mentalitätssache. Wenn du mich heute Nacht wächst und sagst, pass auf, Fußball-WM-Finale 0-0, ist noch eine Minute zu spielen, hast du Bock, den Elfer zu schießen, schießen sofort. Ich würde den wahrscheinlich gar nicht reinkriegen, aber ich würde den schießen. Das ist schon so meine Mentalität und deshalb spiele ich auch im Golf. Wenn ich die Möglichkeit habe, den riskanten Ball zu schlagen, schlage ich den, weil das einfach in mir ist. Ich lebe ja mit den Konsequenzen auch gut. Das ist ja nicht so, dass ich dann Amok laufe, weil der Schlag nicht funktioniert hat. Aber trotzdem ist es am Anfang immer so. Und ich glaube, das ist mentalitätsbedingt. Und ich will zu der 2014er Fußballmannschaft erzählen. WM-Finale 2014. Mannschaft kommt raus, läuft sich warm. Ich sehe Toni Kroos nicht. Und wir sind wirklich sehr eng befreundet, ne? Ich denke, das kann doch nicht wahr. Wo ist der Trottel denn wieder? Ne? Schreibe dem eine WhatsApp, wo bist du? Und wir reden 45 Minuten vor Anpfiff. Ja, kam eine WhatsApp zurück und hat mir geschrieben, ja, ich schreibe gerade mit der Jessie, es geht darum, ob wir bei der Gala auch ein vegetarisches Essen anbieten. Wir reden von 2014 WM-Finale. Und ja, aber wahrscheinlich ist er deswegen so erfolgreich, weil er sich gesagt hat, hey, das ist gleich ein Fußballspieler, gehe ich raus, ich hau die alle weg, die Jungs. Nee, also das ist wirklich was und deshalb müsste man eigentlich mit Toni mal eine genaue Analyse machen, was da eigentlich bei dem los ist. Das ist nämlich ganz, ganz spannend, weil der in der Lage ist, sowohl die Kritiken als auch die hysterischen Lobhudeleien wirklich in Relation zu setzen. Also der sagt wirklich aus tiefster Seele, pass mal auf, die gleichen Journalisten, die früher geschrieben haben, Querpass Toni und der ist alles nur in Zeitlupe, das sind die, die jetzt 2014 gesagt haben, oh, das war der Taktgeber, der hat das alles bestimmt. Die sagen, boah, das Herz von Real Madrid, alle Spieler orientieren sich an ihm. Dann sagt das alles Bullshit, das sind alles Leute, die haben noch nie gegen den Ball getreten. Und wenn ich irgendwas anderes mache, regen sich wieder auf. Das interessiert mich überhaupt nicht und es interessiert ihn wirklich nicht. Der sagt, hey, ich will wissen, was der Trainer sagt, wie meine Frau und meine Kinder mich finden und wie mein Bruder das in Relation setzt, weil die das beurteilen können. Alle anderen sind mir scheißegal. Und das ist wirklich, in ihm. Und genauso ist das auch. Ich werde das nicht vergessen, als er zu Real gewechselt ist, war das ja schon ein Gamechanger, zu sagen, ich mache das. Jupp Heynckes erzählt mir, Toni hat das erste Spiel für Real. Das ist eine besondere Situation. Und Jupp Heynckes ruft ihn 45 Minuten nach Abpfiff an und will ihn fragen, wie es war und merkt, da ist es aber so ruhig im Hintergrund und sagt, wo bist du? Und dann sagt er, ja, zu Hause auf der Couch. 45 Minuten nach Abpfiff, schon zu Hause. Tschüss, auf Wiedersehen. Ne? Und das finde ich ganz spannend, weil Luka Modric hat mal gesagt, ich habe das Gefühl, dass der Toni das Spiel in Zeitlupe wahrnimmt und dadurch so viel Zeit hat, zu reagieren auf die Situation. Und ich glaube, dass es diese Abgeklärtheit ist, die er hat. Und ich bin fest davon überzeugt, dass man Dinge schulen kann. Ich habe ja auch Sportpsychologie gehabt, hoch und runter. Aber ich glaube, dass es gewisse Dinge, die hast du oder die hast du einfach nicht. Hundertprozentig, da bin ich ganz bei dir, weil das Spannende bei Toni Kroos ist jetzt ja, dass sein Bruder ja, ich sag mal, nicht annähernd die erfolgreiche Karriere gemacht hat, die er hatte. Und die sind ja relativ
nah beieinander. Also war jetzt auch nicht so unerfolgreich. Hat beim besten Verein Deutschlands gespielt, dem ruhmreichen SV Werder mal kurz, aber. 100 Spiele gemacht für Werder. Ja. Ich glaube, dann zu Hansa Rostock gegangen oder wieder zurück zu Hansa Rostock. Aber ich glaube, dass das tatsächlich, was du gesagt hast, ganz, ganz entscheidend ist. Nämlich Toni Kroos hat für sich verstanden, okay, es gibt ein paar ganz wichtige Menschen um mich drumherum. Das sind mein Papa wahrscheinlich, der sein Trainer war. Das ist mein Bruder, das ist meine Frau, das sind meine Kinder und das ist mein Trainer. Und wahrscheinlich auch sein Manager oder keine Ahnung. Ja, so, das hat, er hat eine Handvoll, zwei Handvoll Menschen, die ihm wichtig sind und von denen er dann ja in dem Fall Kritik annimmt oder sich mit Genau. denen bespricht. So. Das heißt, der geht aufs Spielfeld und sagt, okay, was jetzt hier im Bernabéu-Stadion die 80.000 von mir denken, ist mir schon mal völlig Schnuppe, weil wenn der Jupp oder wer auch immer nachher von mir zu mir sagt, Daumen hoch, dann ist das das Entscheidende. Das heißt, der hat gar nicht diese Außenwahrnehmung, wie wirke ich jetzt? Und das ist ja das Entscheidende auf dem Golfplatz, dass eben ganz viele Menschen an diesem ersten Abschlag dann genau in diese anderen Gedanken, die Toni Kroos nicht hat, die kommen da rein und sagen, okay, jetzt ist aber ganz besonders wichtig, dass ich hier einen guten Abschlag mache, weil da hinten steht der, da ist der Lokalreporter und keine Ahnung, jetzt ist hier erste Runde Clubmeisterschaften oder irgendwas, ja. Die geben also diesem Außen dann eine extrem große Bedeutung. So diesem wie ist jetzt das Ergebnis und wie scheint das Ergebnis auf mich? Und ich glaube, das ist etwas, was Toni Kroos, du sprichst jetzt an, dann darüber, das ist wahrscheinlich gar nichts, was er bewusst macht, ja, Nee, sondern der ist irgendwann auch, so. ne, der ist so, der hat es gelernt irgendwie, und ich bin mir sicher, das kann man lernen auch, oder man hat es ein bisschen in sich, einfach sagt so, ja, mir da Bums, ob jetzt Lothar Matthäus sagt oder Didi Hamann, keine Ahnung, Zeitlupen Kroos, ja, wenn nachher mein Trainer Ancelotti sagt, jawohl, du bist mein Mann, ja, dann ist das das Entscheidende. Und ich glaube, das ist das an diesem ersten. Aber weißt du, was spannend ist? Du hast gerade was gemacht und gesagt, was eigentlich alle immer sagen. Und das ist eine interessante Betrachtungsweise. Du sagst, der Bruder, der Felix, der hat ja nicht ansatzweise diese Karriere gemacht. Jetzt halten wir mal ganz kurz fest. Jetzt nehmen wir den Toni mal weg. Und dann hat eigentlich ein Felix Groß in seiner Sportart ganz viel erreicht. Der ist Profisportler gewesen. 100 Ne? Prozent. War gar nicht Ja, pass auf, abwertend. warte. Nein, nein, weil Toni ich weiß, Kroos hat dass eine du. exorbitant überdimensionale Karriere. Ja, das muss man ja so sehen. Ja. Das weiß ich. Ich weiß total, dass du es nicht abwerten meinst. Aber ich will noch mal auf das Thema mentale Leistung kommen. Jetzt macht objektiv betrachtet der Felix etwas, wovon ich als Kind geträumt hätte. Der hat vom Fußball gelebt und der durfte nichts anderes machen. Toll. Und war da auch erfolgreich und war jetzt nicht irgendwie ein Doofkopf, sondern hat Profifußball gespielt. So. Jetzt hat er aber diesen Überbruder, der von Anfang an als U17-Spieler schon zum weltbesten 17-Jährigen gewählt wurde und so weiter. Und die sind so eng wie Pech und Schwefel. Die sind nicht nur Brüder, die sind die besten Freunde. Und jetzt hast Ja. am Podcast zusammen und wir sind so bei mentaler Leistung. Der Felix muss ja immer für sich auch damit umgehen können. Ja, ich habe etwas Besonderes geschafft, aber mein Bruder noch viel mehr und alles fokussiert sich auf meinen Bruder. Und da kann ich dir auch eine Situation beschreiben. Da habe ich wirklich geweint vor Rührung, weil ich das so schön fand. Wir waren Champions League Finale Paris. Wir saßen auf der Tribüne, Papa Groß und wir saßen da so alle zusammen. Und Felix war im Spielerbereich mit der Familie, also mit Jesse und so weiter. Ne? So, Finale ist zu Ende. Alle Spieler hier fallen übereinander her. Real gewinnt das Ding. Toni geht als Spieler zu allen Spielern von Liverpool und drückt die und ist gar nicht an dem eigenen Jubel so beteiligt und steht da irgendwann an der Mittellinie und guckt immer, wo ist seine Familie? Und Felix hat nichts anderes zu tun, als alles dafür zu sorgen und alles dazu beizutragen, mit den doofen Ordnern zu diskutieren, hier einen wegzuschubsen, da zu drängeln, um die Kinder von Toni auf den Platz zu bringen, drückt seinen Bruder einmal und geht dann wieder raus. Das heißt also, diese aufrichtige Freude für seinen Bruder und dieses aufrichtige, boah, ich bin so stolz auf meinen Bruder und ich habe keinen Neid und keinen Missgunst und keinen fucking gar nichts. Und das ist eine große mentale Leistung und eine große Stärke von den beiden. Und ich saß da und mir ist so richtig ein Tränchen gekullert, weil ich das so schön fand, weil der Felix dann so bei sich ist und für seinen Bruder sich so freut, weil ich glaube, dass der Druck von solchen Leuten, das wird. Das denke ich immer bei dem Sohn von Tiger Woods, das denke ich
bei anderen Söhnen von großen Sportlern, wie groß der Druck dann auch auf einmal ist. Und da kannst du noch so bei dir sein, der Druck ist ja einfach da. Ja, und du bist immer derjenige von. Ja, genau, du bist der Bruder der Sohn von. Der Bruder ja. von. Und da bin ich hundertprozentig bei dir. Und das ist vielleicht sogar doch die viel mental größere Leistung, dass du dann trotzdem Bundesliga spielst und sicherlich, ja, wahrscheinlich unbewusst werden an dich einfach dieselben Ansprüche gestellt, wie dann an jemanden, der vielleicht, ich kann das nicht einschätzen, ob der jetzt, der Toni noch besser als er, oder ob die gleich gut sind und der andere vielleicht Glück gehabt, ist ja auch manchmal so im Fußball, ja. Aber das, was du von dem Toni Kroos ansprichst, ist dieses tatsächlich, ich glaube, dieses auf sich fokussieren und das ist etwas, was, das wird den ersten Abschlag jetzt für viele nicht besser machen, aber wenn ich da bei mir bin und vor allem auch akzeptiere, dass da Stress ist, ja, weil es was Besonderes ist, dann habe ich schon mal einen ganz großen Schritt gemacht. Und wenn ich es dann noch schaffe, mich auf diesen Schlag nach dem Motto, mir selber mal vorzureden, okay, Holz 3, einfach geradeaus darunter, lockerer Schwung, da ist mein Ziel, dann ist schon die halbe Miete. Heißt nicht, dass die alle jetzt wie eine Rakete da runtergehen. Ja? Auch da werden schlechte Abschläge kommen. Aber ich glaube, dann ist man schon in dieser Bewertung einen ganz großen Schritt weiter für sich in dieser Schlagbewertung. Dass man einfach akzeptiert, ja, der wird einfach so kommen. Ein bisschen ist das so wie, meine Frau hat irgendwie, keine Ahnung, guckt irgendwelche Reels und dann bist du da bei dieser NDR, wie heißt die, Riverboat Talkshow oder sowas. Ja. Und erzählst davon, wenn du jetzt irgendwo klingelst, ja, erster Hausbesuch, und dann würdest du bei uns jetzt, du klingelst, so, und dann unsere Betrieberdame wird blöd aus dem Fenster gucken und unser Dackel würde Alarm ohne Tilt. Und Bünker, ja, Bünker wird natürlich sagen, jetzt Susa, jetzt aus, Schluss, weg. Ja, und da hast du mir so gesagt, so, naja, da kommt jetzt ein Trainer, der kommt genau deswegen, weil dieser Dackel kläfft, ja, und jetzt versuche ich den zu beruhigen, ja, so, aber das tue ich ja auch, weil ich jetzt will, Außeneindruck, ich will ja, dass der Martin jetzt hier reinkommt und sagt, boah, hier gibt es eigentlich gar nichts zu tun. Ja, ist doch eigentlich alles cool, ja. So, ne? Ich will ja nicht hören. Und im Zweifel, ja, und du willst vor allen Dingen nicht hören, dass du einen Fehler gemacht hast. Du willst hören, der Hund ist auch sehr besonders kompliziert. Ja, ist ein Dackel. Deckel sind genau, ganz. Genau, die Entscheidung, ne? Müssen die treffen. Also, nein. Aber ich glaube, das ist ja so ein bisschen dasselbe, was am ersten Abschlag passiert. Dieses, da, ich will nicht von anderen bewertet werden. Und das hat Toni Kroos ausgestellt. Er hat gesagt, ich werde von den mir wichtigen Menschen bewertet und was die anderen denken, mir egal. Aber es ist so spannend, ne? Es ist so spannend, weil wenn ich eine Trainerstunde nehme, das passiert nicht so oft, ich sage jetzt 5 im Jahr oder so, ne? Aber das passiert ja immer nach dem gleichen Muster. Ich treffe 3 Wochen am Stück den Treiber nicht oder was auch immer, dann rennst du da hin und das ist ja lächerlich. Ich als Hundetrainer weiß, es gibt nicht den Quickfix, der alles verändert. Aber ich laufe mit der Erwartungshaltung, dass der Trainer sagt, guck mal, jetzt musst du hier ein bisschen die Hand und dann klingelt der und dann hast du es. Und das Schlimme ist, in der Stunde passiert das ja sogar noch. Das heißt, ich habe mir dann irgendeinen Scheiß angewöhnt, der biegt das wieder gerade und dann auf einmal macht er 10-mal, bam, das Ding fliegt, wunderbar, 220 Carry, die Welt ist wunderbar und du gehst da raus und bist der Größte. Das ist natürlich genau am nächsten Morgen weg, ist ja klar, weil es nicht... Also bei mir jedenfalls. Ich am nächsten Morgen, aber vielleicht hält es noch ein bisschen an, aber es stürzt dann rapide wieder ab, weil, wir hatten vorhin darüber gesprochen, dein Gefühl wieder, auch mit dem Griff, ja, das fühlt sich mittlerweile ja wieder so gut an, ja, in meinen alten Slice-Griff oder was auch immer rein, so, und dann fängt es wieder an und dann geht das wieder von vorne los, ja. Ja, aber guck mal, das Verrückte ist ja eigentlich, den Michael kenne ich und mir ist dem gegenüber nichts peinlich als Trainer. Aber die erste Unterrichtsstunde, und das habe ich immer, wenn ich mal mit einem anderen Trainer spreche. Ich habe jetzt, vorgestern war ich bei Steffen Benz, den ich ein bisschen kenne. Ihr kennt euch auch. Dann ist mir schon die ersten 3 Schläge, ist mir das schon unangenehm. Boah, aber der denkt jetzt, du bist echt die größte Krücke auf der Welt. So, ne? Und es ist doch so lächerlich. Ich meine, ich bezahle dafür, dass jemand drauf guckt und sagt, guck mal, ich würde so und so machen, aber trotzdem willst du gefallen. Das ist natürlich absurd eigentlich. Ne? Ja, aber so ist es. Und wie es gefallen wollen ist, glaube ich, das entscheidend. Ja. Hat Familie Groß das ausgestellt? In irgendeiner Art und Weise, dass sie anderen gefallen wollen und auf jeden Fall beeindruckend. Ja. Ich habe noch eine Frage. Ja, noch eine Frage. Ja, du. Ja, ja, pass auf, weil ich höre ja deinen Podcast immer und natürlich kenne ich dein Online-Coaching, aber ich habe es ja nie in Anspruch genommen. Und auch da kann ich dir sagen, warum nicht. Und vielleicht kannst du das mal relativieren und das stimmt überhaupt nicht und das findet nur in meinem Kopf statt. Ich bin ja faul, ne? Und wirklich sehr faul. Aber
Ich gehe ja gerne auf eine Driving Range, also wirklich sehr gerne. Aber ich habe ja noch nie strukturiert trainiert. Das ist immer das Gleiche. Ich hau ein paar Wedges, dann hau ich ein paar lange Eisen, dann irgendwie Driver, gib ihm und dann zu. Was mich bisher davon abgehalten hat, das bei dir zu machen oder bei euch zu machen, ist dieses, oh, dann hast du so das Big Brother is watching you, dann hast du 2 Wochen nicht trainiert, dann kommt dauernd die Frage, hör mal, was ist mit Training, wo bleibt das Video? Was ja wahrscheinlich auch einen gewissen Sinn macht, dass jemand mit antreibt. Aber wie läuft das denn genau? Also vielleicht kannst du mir noch mal detailliert die Angst nehmen davor. Aber hier Einwandbehandlung hier. Also, du musst keine Angst davor haben. Also, wie läuft unser Coaching? Unser Coaching läuft so, dass du bekommst einen Trainingsplan, der saisonal bedingt ist, der, ich tippe mal, ist bei dir im Hundecoaching ähnlich, wenn ich jetzt bei dir kommen würde, dass du ein paar Dinge quasi immer machst und ein paar Dinge machst du individuell. So ist es eben auch so, dass wir sagen, okay, zu gewissen Saisonphasen gehören gewisse Schwerpunkte im Training. Ja, jetzt zum Beispiel im Winter ist es dann mehr dieses ganze Thema Technik, aber eben auch trotzdem kurze Spiele etc., dass man das, wie man es auf der Driving Range trainieren kann, dass der eine Teil und der andere Teil ist immer individuell. Das heißt, da sind wir über eine App, Coach Now heißt die, funktioniert im Grunde wie WhatsApp. Vorteil ist nur, ich kann zum Beispiel, wenn du mir jetzt ein Video zuschickst von deinem Schwung oder du bist hier, dein Kumpel nimmt dich auf dem Platz mal auf in der Routine, dann kann ich Voice-Over machen und dir die Analyse zurückgeben. Ja, so. Das heißt, der eine Teil ist quasi geleitet, der andere Teil ist individuell, wo wir gucken, okay, was braucht jetzt der Martin, um sein Ziel Handicap 0 irgendwann mal zu erreichen? Ja? Oder was auch immer das Ziel ist. Ja, das fragen wir vorher ab. Was ist dein Ziel? So, das ist eine. Ja? Konstant golfen. Genau. Ja, das soll ich auch schon mal. Ja? So. Das ist also das eine. Und dann hast du eben eine Einzelbetreuung mit einem Coach, also mit mir, meinem Coach-Team, wo du. Wenn du jetzt uns was reinschickst, sagst, hey, ich habe jetzt hier heute trainiert, das ist das Ergebnis von dem Training, sag mir bitte mal, passt das, wie soll ich jetzt weiter trainieren? Und dann kriegst du uns, ja, okay, Martin, passt, guck mal in dem Bereich nochmal ein bisschen mehr das, mach das bitte nochmal und dann schickst du uns nochmal ein Feedback. Genau, wenn du dich aber jetzt 15 Tage nicht gemeldet hast oder mal 2, 3 Wochen, dann kommt schon mal, Martin, was ist denn los? Und dann sagst du, ja, ich weiß irgendwie, keine Ahnung, auf Tournee und so, alles klar, okay, cool. Ja, guck mal, wenn du wieder trainierst, machst du das. Das heißt, du hast eine ganz detaillierte Anleitung von uns, also du kriegst wirklich so ein, also, ein Trainingsplan, der dann auf eine Videobibliothek verlinkt, wo dir wirklich gesagt wird, okay, Übung 1 in dieser Woche ist das, Übung 2 ist das, Übung 3 ist das. Zusammen mit diesem 1:1-Feedback. Drumherum haben wir verschiedene Experten noch damit dabei. Ich kann ja auch nicht alles selber wissen. Wir haben zum Beispiel einen Fitnesstrainer ist noch dabei, der in einem Paket bei uns mit dabei ist. Ich habe immer montags so einen Zoom-Live-Call, wo alle Teilnehmer nochmal reingehen können, wo wir auch nochmal Dinge dann im 1:1 besprechen können. Und wir haben eben drumherum gebaut. Wir haben 2 Golfreisen, die wir anbieten im Jahr, wo man nochmal extra teilnehmen kann. Und wir haben so 4 Coaching-Tage, wo wir immer einmal im Quartal zu einem bestimmten Thema unsere Coaching-Teilnehmer einladen. Jetzt sind wir zum Beispiel Ende Januar, sind wir in der Nähe von Wuppertal. Und machen dann da einen Tag so zum Thema auch wieder Routine, mental, erster Abschlag, all diese Themen, wo wir das einfach nochmal dann, ich sag mal, all in angehen. Aber sag mir mal diese Bibliothek, das bedeutet, da sehe ich dann ein Video, wo zu einer gewissen Thematik was erklärt ist, oder wie stelle ich mir das vor? Ja, also du könntest das genau richtig, ja. Also es gibt zu allen Grundschlägen, zum, ich sag mal, ich bin nervös am ersten Abschlag, wie sieht die Routine aus und so weiter. Die sind aber alle wirklich eine Trainingsstruktur, was trainierst du wann und wie integriert. Ja? Und natürlich könntest du jetzt in dieser Videobibliothek gucken, dir irgendwas zum Chippen angucken. Das ist aber gar nicht sinnvoll, weil vielleicht ist bei dir das Chippen ja okay. Die Videobibliothek nutzen wir, wenn wir dann zum Beispiel sagen, okay, Martin, guck mal, jetzt bei dir, ich kenne jetzt deinen Schwung nicht, ja, aber guck mal, du slicest, ja, und jetzt musst du mal das und das korrigieren und dann kriegst du einen Link in die Videobibliothek mit einer Übung. Ja, wo dann gezeigt wird, so übst du das jetzt. Und dann kannst du das, und das der Vorteil ist, dann kannst du auf dem Handy, wenn du auf die Driving Range gehst, City Golf. Ja, wie war das nochmal? Was sollte ich machen? Ja. Ah, alles klar, okay. Guck mir nochmal die Analyse vom Fabian an, guck mir nochmal das Video an. Okay, so soll das aussehen. Und dann trainierst du das, schickst uns ein Feedback, kriegst wieder das Feedback. Und so sind wir eben ongoing, egal wo du jetzt gerade in Deutschland auf Tournee bist, ja, sind wir eben ongoing im Kontakt. Du hast dann immer dein ganz spezifisches Training. Und natürlich wissen wir, dass auch einer mal im Urlaub mit seiner Familie ist Ja, und vielleicht auch noch klar. ein bisschen Golf spielt und so. Ja, das hängen wir auch alles hinten dran, zeitlich alles cool. Aber so sieht das Training aus, so dass du dann wirklich immer genau weißt, was muss ich wann wie trainieren.
ne, immer das Feedback hast, ist natürlich zeitverzögert, ist jetzt nicht on, also direkt zeitnah, der Trainer steht neben dir. Aber trotzdem sind wir über die Live-Calls, über diese Coaching-Karte, die wir anbieten, sind wir auch, also wenn du daran teilnimmst, ongoing in einem persönlichen Kontakt. Eigentlich gerade für jemanden wie mich das Optimale sozusagen, ne? Weil ich ja viel unterwegs bin, ist ja für mich, wäre ja für mich eigentlich das Geeignetste, Ich will dir jetzt hier nichts live verkaufen, aber es wäre ne? natürlich ideal für dich gedacht, ja. Aber genauso, ich sage mal umgekehrt, wäre es für dich, ich sage mal, in deinem Hundecoaching, Hundetraining, wäre es ja genauso ideal. Du könntest ja auch so oft Ja, machen, ne? also wir haben ja, du hast total recht natürlich, nur bei uns ist es so, dass manchmal solche Nuancen beim Gegenüber eine Rolle spielen. Das heißt, der Vorteil für dich ist jetzt, ich muss mich mit mir beschäftigen. Aber beim Hundetraining ist es so, dass du drehst dich nur ein bisschen mit der Schulter ein und gibst dem Hund ein ganz anderes Ja, Signal. das verstehe Und ich. das ist für uns schwer. Wir haben aber natürlich in der Pandemie auch genau das gemacht, Online-Coaching gemacht und gesagt, komm, mach mal das und dann versuche ich das zu analysieren oder unsere Trainer haben das gemacht. Aber das war ja damals genau der Netzwerkgedanke. Ich hatte so viele Anfragen, die ich nicht bedienen konnte. Und es war nicht effektiv. Also wenn ich in Köln bin und jemand kommt aus München dann für ein Wochenende zu mir gefahren, dann kann ich den dauerbeschallen, aber eigentlich braucht der eine regelmäßige Betreuung. Und Ja. das war der Grund, warum wir dann Trainer ausgebildet haben. Das war ein sehr aufwendiger Prozess natürlich, aber letztlich ging das gar nicht anders. Aber natürlich nutzen wir jetzt auch digitale Medien, ist ja logisch. Ich wollte sagen, macht ja gar keinen Sinn, dich nicht zu nutzen. Ne? Aber es ist eben genau wie du sagst, ne? Es macht keinen Sinn, dass jemand aus, genau wie bei dir, aus München zu mir 2 Tage kommt, der wird dauerbeschallt. Natürlich profitiert der in dem Moment davon, aber wir alle Natürlich. wissen selber, diese Kurve bricht eben ab. Und wenn dann nicht wieder das Feedback on top kommt, bleibe ich eben nicht auf diesem Niveau. Und das ist eben der Punkt, wo ich sag mal, ich bei unseren Coaching-Teilnehmern merke, dass eben genau das der Fall ist. Weil wenn dann dieses, ich sag mal, anfängt, dieses Loch zu kommen und wir dann mit dem Feedback kommen, dann geht es eben schneller raus und Na konstanter raus, klar. als wenn ich erst wieder voll einbreche und all diese mentalen Faktoren, Stress, genervt, jetzt klappt schon wieder nicht und so weiter kommen. Ja, Ja, klar. das ist eben an diesem 1:1 der riesengroße Vorteil. Ja. Ah, okay, ich merke schon. Ich merke schon. Nein, keine Chance, keine Chance. Dann ist das, Lieber dann ist, Martin, kommt jetzt am Ende noch so ein Anmeldeformular? das machen wir gleich hier nach. Wenn ich die Aufzeichnung beendet habe, nein. Aber erstmal ganz, ganz lieben Dank für, jetzt haben wir eine Stunde 15 hier geplaudert, sage ich fast schon, ja, in unserem Podcast. Trotzdem eine Menge, also zwischen uns beiden, aber ich glaube, eine Menge Golfwissen mit reingebracht. Ich glaube, da kann sich jeder, der hier zugehört hat, zugeschaut hat, was mitnehmen. Vielleicht trotzdem nochmal natürlich die Chance auch für dich. Du bist auf Tour. Wo kann man dich sehen? Weil ich habe jetzt Hunde, aber ich weiß, diese Hundeshow ist auch für Nicht-Hundebesitzer extrem witzig. Das darf ich jetzt mal hier. Ja, wir haben ja tatsächlich 20% der Zuschauer haben keinen Hund. Okay. Die kommen, weil es ein lustiger Abend ist und weil sich rumgesprochen hat, dass das, was ich erzähle, tatsächlich geht es eigentlich nicht darum, einem Hund Sitz beizubringen, sondern es geht um, wie funktioniert eine Beziehung? Also wie erkenne ich die Bedürfnisse des anderen und wie kann ich meine aber trotzdem einbringen? Und letztlich kommen ganz viele Leute, weil sie wissen, das ist auf die Kindererziehung, auf die Erziehung des Ehepartners anzuwenden. Das ist alles sehr, sehr ähnlich. Und natürlich, klar, weil da ist Halligalli in der Hütte. Ne? Also natürlich nimmt man als Hundehalter Wissen mit, aber es ist erstmal ein großer Spaß. Und also wenn die Leute irgendwie googeln Martin Rütter Live-Tour oder so, da finden die das schon. Das ist nicht kompliziert. Also Martin Rütter bei Google eingeben, da geht's hin, meine Eltern kommen die Show wird erst im Januar ausgestrahlt in unser Podcast, meine Eltern kommen nach Münster, die kriegen das Geschenk von mir als Weihnachtsgeschenk. Ach, schön. Und ja, vielen Dank, mein Bester, an dich. Du hast, glaube ich, jetzt wahrscheinlich einen vollen Tag. Heute Abend, 20 Uhr, oder wann ist bei euch Programm? Wann geht's los? Ja, genau. Die Crew checkt immer um 11:30 Uhr morgens in die Halle ein. Wir kommen dann ja immer mit ein paar Salzschleppern, weil wir die Technik in der Halle nicht benutzen. Wir bringen immer eigene Technik mit, weil das dann für uns verlässlicher ist. Und dann bauen die auf und dann sind die in aller Regel so 17:30 Uhr mit dem Aufbau fertig. Dann mache ich manchmal einen Soundcheck, meistens aber eher nicht, weil ich die Hallen kenne und es immer das gleiche Team ist. Ja, dann 20 Uhr geht's drauf und 22:45 Uhr gehe ich dann immer noch mal raus, bisschen Fotos machen und so. Und dann bin ich, wenn alles normal läuft, 23:30 Uhr durch. Und die Crew hat dann um 0:30 Uhr den LKW wieder eingepackt. Und dann gehen alle schlafen.
Ja, schlafen. Gibt es noch von eurem Türkoch noch leckeres bayerisches oder für dich veganes Essen? Und gleich, wie sieht so ein Tag aus? Du hast ja gesagt, gehst du gleich noch Golf spielen, irgendwie Papelle Ja, hauen? auf jeden Fall. Genau. Also ich bin jetzt gleich verabredet. Wir treffen uns gleich auf der Driving Range, hauen ein paar Bälle, leider ist zu. Hauen so 1,5, 2 Stunden ein paar Bälle. Dann habe ich meistens noch lokale Interviews, also wo man, weil, also jetzt hier in dem Fall ist es konkret so, ich bin jetzt hier, mache die Show und in einem Jahr kommen wir hier mit einem Zusatztermin und dann kommt dann halt immer Radio, Presse, keine Ahnung, macht mal ein paar Interviews, plaudert ein bisschen mit denen. Dann schlafe ich tatsächlich nachmittags immer noch mal eine Stunde, weil ich diesen Rhythmus dann einfach so habe und mir das auch irgendwie hilft abends. Ja, und dann wird der übliche Wahnsinn. Dann geht's raus. Auf den ersten Abschlag geht's dann raus. Ohne Nervosität bei dir. Ja, aber da ist es, also da sind Toni und ich uns wirklich sehr, sehr ähnlich. Wir haben so einen Intro-Film, der geht 4,5 Minuten und währenddessen stehe ich, muss ich aber schon auf der Bühne stehen, weil da so ein Vorhang ist und ich komme dann da nicht mehr rein, wenn der Vorhang fällt. Und da schreibe ich immer noch mit meinen Kindern oder mit wem auch immer WhatsAppen und das ist dann ganz entspannt, weil es ja für mich, das passiert natürlich auch nicht in den ersten 20 Shows. Wir machen 180 Shows auf Tour. In den ersten 20 bin ich natürlich voll konzentriert und gehe auch eine Stunde vorher die Texte nochmal durch und da bin ich ganz diszipliniert. Also bei aller Faulheit, wir machen 25 sogenannte Warm-up-Shows, die sind in kleineren Hallen, da kommen dann nur so 1000 Leute, da gibt es auch noch kein fettes Bühnenbild und nichts. Und die zeichne ich jeden Abend auf. Also da wird die Show immer aufgezeichnet und am nächsten Tag gucken wir uns das zu dritt an, analysieren genau, wo war ich zu langsam, wo war ich zu schnell, wo habe ich was vergessen. Das ist dann echt sehr disziplinierte Arbeit. Und dann gehen nochmal so 20 Shows in großen Hallen los. Und nach den ersten 50, dann sitzt's richtig und dann die nächsten 130 machen Spaß. Die gehen dann. Und da wird quasi noch hier Schatz, Küsschen und dann Handy weg und auf die Bühne. Ja, so Genau. mache ich es am ersten Abschlag auch. Ja? Ich gehe spielen. Ja, ich bewundere das umgekehrt sehr. Naja, wir kriegen das. Wir spielen demnächst mal eine Runde. Ich freue mich darauf, lieber Martin. Wirklich, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Vielen Dank für die Insights in Hundeerziehung und Golftraining. Und ich glaube, wir müssen dein Golftraining einfach nur quasi wie so eine Roadshow müssen wir, glaube ich, aufbauen. Dann funktioniert das. Ne? Mit am nächsten Tag Genau. analysieren und sowas alles. In dem Sinne, vielen Dank, viel Spaß heute Abend. Alle Viel Martin Spaß Rütter, dir. ja, besten Dank. Gerne auf Martin Rütter oder Martin Rütter googeln. Die Show lohnt sich. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen. Vielen Dank fürs Zuhören, die über den Podcast zugehört haben. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen in diesem netten Plausch. Golfplausch, Plauschrunde, wie die Schweizer sagen würden. In dem Sinne, bleibt gesund, macht es gut. Bis bald. Danke euch.